Das Bild des Abschieds werde ich nie mehr los. So beschreibt Michaela den Moment, in dem sie als Kleinkind 1976 im Norden Thailands unter dramatischen Umständen von ihrem Vater zur Adoption freigegeben wurde. In der Folge wächst sie behütet und liebevoll in Österreich auf. Doch die Sehnsucht nach ihren Wurzeln ist heute stärker denn je. Vöcklabruck zwischen Linz und Salzburg in Oberösterreich. In der Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern wohnt die 41-jährige Michaela zusammen mit ihrem Ehemann Mehdi. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Tochter Lisa, 21, Amina, 12 und Adnan, 10 Jahre alt. Michaela selber wurde in Thailand geboren und im Alter von 2 Jahren nach Österreich adoptiert. Ihr größter Wunsch ist es, ihre leibliche Familie und vor allem ihren Vater kennenzulernen. Deshalb hat sie Julia um Hilfe gebeten. Beide haben sich in Köln verabredet. Hallo Julia. Hallo Michaela. Willkommen. Dankeschön. Ich freue mich. Ich auch. Dann komm doch mit. Ja, gern. Michaela, wen suchst du? Ich suche meinen leiblichen Vater aus Thailand. Mit 2 Jahren bin ich adoptiert und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen und weiß nichts von ihm. Möchtest du auch wissen, ob du Geschwister hast? Ja, also von meinen Adoptiveltern her, anscheinend habe ich Geschwister, aber ist nicht sicher, wie viele Geschwister das ich habe. Also eigentlich ist es die Suche fast nach einer ganzen Familie. Ja, schon. 1973 wird Michaela als Rung Ruang Pong Su Ya in Nordthailand geboren. Ihre Familie lebt in großer Armut. 1975 dann ein schwerer Schicksalsschlag. Michaelas Mutter stirbt plötzlich bei der Arbeit auf dem Reisfeld. Ihr Vater kann sich nicht alleine um die Kinder kümmern. Als in dieser Situation Michaelas Adoptivvater zufällig ins Dorf kommt, beschließt ihr leiblicher Vater, seine Tochter zur Adoption freizugeben. Er hofft auf eine bessere Zukunft für sie. Mein Papa hat eben nicht genug für uns alle zum Essen gehabt. Und ich war eben die Jüngste. Und dann hat er mich halt zur Adoption freigegeben. Aber wir haben so arm. Er wollte mir da eine bessere Zukunft bieten. Die neuen Eltern taufen Rung Ruang Michaela. Sie wächst sehr liebevoll in Österreich auf, hat immer ein inniges Verhältnis zu ihren Adoptiveltern. Bis 2011 ihr Adoptivvater verstirbt. Spätestens seit dieser Zeit sehnt sich Michaela immer mehr nach ihrer leiblichen Familie in Thailand. Von ihr besitzt sie nur noch ein einziges altes Foto, das neben ihr weitere Kinder zeigt. Michaela hofft, dass dies ihre Geschwister sind. Kannst du mir das Foto mal zeigen? Ja. Da bin ich die Kleinste. Das, glaube ich, ist ein Bruder und noch eine Schwester. Das, glaube ich, ist meine Schwester, die Älteste. Mhm. Ich schätze mal, sie muss so auf dem Foto, wenn es meine Schwester ist, so 10 Jahre alt sein, dass sie da eine Erinnerung an mich hat. Michaela wurde durch die Adoption ein sicheres und glückliches Leben ermöglicht. Ihrem leiblichen Vater macht sie darum keine Vorwürfe. Im Gegenteil, sie ist ihm unendlich dankbar. Das möchte Michaela ihm sagen und ihn nur ein einziges Mal fest in die Arme schließen. Denkst du viel an deinen leiblichen Vater? Ja, schon. Gerade in manchen Stunden. Dann wünsche ich mir, mein Gott, wie geht's jetzt meinem Papa? Was macht er jetzt? Dann schaue ich halt auch am Abend zum Sternenhimmel. Dann denke ich mir, vielleicht schaut er herauf. Wird sie denken, wo bin ich jetzt? Und dann denke ich mir, geht's ihm gut? Was macht er jetzt? Was machen meine Geschwister? Michaela, ich verspreche dir, dass ich alles tun werde, um irgendwas rauszufinden. Bitte. Julia macht sich auf die Suche nach Michaelas Familie und fliegt nach Chiang Mai in Thailand. 135.000 Einwohner zählt die Stadt, die den Beinamen Rose des Nordens trägt. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Chiang Mai. Außerhalb des Stadtzentrums ist die Region sehr ländlich geprägt.
Hier in einem der Vororte der pulsierenden Metropole wurde Michaela geboren. Und hier beginnt Julia daher auch mit ihrer Suche. Direkt nach der Landung macht sie sich mit Dolmetscher Sebastian auf den Weg. Für meine Suche nach Nu Pong Suya, so heißt Michaelas Vater, habe ich nur die alte Adresse aus ihrer Geburtsurkunde. Das ist in einem kleinen Dorf nähe der Großstadt Chiang Mai. Und da werden wir beide uns jetzt umhören. Neben der vagen Adresse hat Julia für ihre Suche nur das Foto von Michaelas vermeintlichen Geschwistern. Mit diesem möchte sie sich in dem Dorf umhören. Nach rund 2 Stunden Fahrt erreichen Julia und Sebastian ihr Ziel. So, sind wir da? Ja, dann suchen wir jetzt mal die Nummer 57. Genau. Ne? Laut Adoptionsunterlagen hat Nu Pong Suya, Michaelas Vater, in der Hausnummer 57 gelebt. Dass dies heute noch so ist, kann Julia nur hoffen. Fatika. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ich suche die Nummer 57. Hausnummer 57. Das müsste die Straße runter sein. Ah, okay. Kopfmunka. Vielen Dank. Danke. Savatika, ich brauche Ihre Hilfe. Ist hier irgendwo die Nummer 57? Tut mir leid, wir sind gerade erst hier eingezogen. Verstehe. Alles Gute für Sie und das Baby. Kopfmunka. Die Nummer 57. Wissen Sie, wo das sein könnte? Das müsste irgendwo da hinten sein. Okay, danke schön. Da ist die 58. Dann kann es auch nicht mehr weit sein. Schau mal, fahren wir mal hier gegenüber. Vielleicht ist das ja das Haus. Salatika. Guten Tag. Das da ist ja die 58. Ist Ihr Haus hier die 57? Nein, das ist nicht hier. Nein? Wissen Sie, wo die 57 ist? Ich kann es Ihnen auf einer Karte zeigen. Okay, ich warte hier. Ja? Das wäre natürlich toll, ne? Ja, also. Oh, das ist ja mal eine Karte. Warum haben Sie so eine große Karte? Ich bin die Frau vom Dorfchef, deshalb haben wir diese Karte. Vom Dorfchef die Frau, wie bei uns der Bürgermeister. Die Nummerierung der Häuser scheint keinem System zu folgen. Die 57 steht ein ganzes Stück entfernt von der 58. Die Frau bietet an, die beiden mit dem Motorrad dorthin zu fahren. Mit dem Motorrad? Zu dritt? Nein. Ja, klar. Okay, gerne. Es sind nur 5 Minuten holperige Fahrt durchs Dorf. Dann haben Julia und Sebastian das Haus mit der Nummer 57 erreicht. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Da sitzen Leute vielleicht. Das wär's jetzt. Ach, guck mal, da steht das Schild. Ha? Das ist 57. Das Haus 57. Okay. Ja. Sawatika. Guten Tag. Sawatika. Ich suche Nu Pong Suya. Einen Nu Pong Suya gibt es hier nicht. Hier wohnen wir. Nein? Kennen Sie mich? Nein. Ich habe die Information, dass er mal hier gelebt haben soll. Davon weiß ich nichts. Nee. Dieses Mädchen hier auf dem Bild sucht ihren Papa. Das sind die Geschwister. Kommt Ihnen irgendjemand bekannt vor auf diesem alten Foto? Tut mir leid, die kenne ich nicht. Nee. Nein. Okay. Kopkunka. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Schade. Julia fragt auch bei den Nachbarn. Überall zeigt sie das Foto von Michaela und ihren möglichen Geschwistern. Überall fragt sie nach Nu Pong Suya. Doch niemand kennt ihn. Niemand kann Julia helfen. Ich habe das Gefühl, wir haben in dem ganzen Dorf jeden Stein umgedreht. Aber wenn Michaelas Vater hier wirklich noch irgendwo leben würde, dann hätte mir doch irgendjemand was sagen können. In so einem Dorf kennt man sich ja eigentlich. Ich muss jetzt irgendeinen neuen Ansatz finden. Der nächste Tag. Julia ist am frühen Morgen bereits wieder unterwegs. Nach der erfolglosen Suche am Vortag waren sie und Dolmetscher Sebastian nicht untätig. Also wir haben gestern Abend vom Hotel aus noch einiges versucht und mit vielen Leuten gesprochen. Und die haben uns dann tatsächlich einen Kontakt zur hiesigen Kommunalverwaltung hergestellt. Vielleicht kann uns dort ja irgendjemand weiterhelfen und es gibt eine Spur zu Michaelas Familie. In der lokalen Behörde, vergleichbar mit einem deutschen Rathaus, werden Statistiken und Bewohnerdaten der Region archiviert und verwaltet.
Der Amtsleiter Moncon empfängt Julia in seinem Büro. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ich suche diesen Mann. Der Name ist Herr Nu Pong Suya. Wir waren in dem Dorf, das hier aufgeschrieben ist. Aber dort ist er nicht mehr. Und jetzt komme ich überhaupt nicht weiter und habe gehofft, dass Sie mir vielleicht helfen können. Dann werde ich mal schauen, was ich für Sie tun kann. Ja. Der Amtsleiter spricht mit seinem Kollegen im Archiv. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. In der ganzen Region ist kein Nu Pong Suya verzeichnet. Aber ein anderer Eintrag könnte Julia weiterhelfen. Haben Sie das rausgefunden? Ich habe eine Frau namens Satanyong Pong Suya gefunden. Sie lebt nicht hier auf dem Land, sondern in der Stadt Chiang Mai. Mein Kollege konnte leider nicht sagen, ob sie mit dem Gesuchten verwandt ist. Zu Nu Pong Suya habe ich leider keine Informationen finden können. Und die darf ich haben, die Adresse? Aber sicher. Vielen Dank, Sie haben mir so sehr geholfen. Ich kann es nicht lesen, aber Sebastian kann es lesen. Kapuka. Julia macht sich direkt auf den Weg. Satanyong ist die einzige verzeichnete Person in der Region mit dem gleichen Nachnamen wie Michaelas gesuchter Vater. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass beide verwandt sind. Kann Satanyong Julia auf der Suche helfen? Die Adresse, die sie bekommen hat, führt Julia ins Zentrum von Chiang Mai, in die Altstadt. Ja. Sieht aus wie ein Hotel oder Hostel oder was ja. Ist das? Nach der Adresse sollte es das hier sein. Fangen wir mal nach. Ja, lass uns reingehen. Savatika, ich suche nach jemandem und zwar nach Satanyong Pong Suya. Kennen Sie die? Ich kenne diese Person leider nicht. Sie sprechen Englisch? Ich spreche Englisch. Ich habe die Information erhalten, dass sie hier lebt oder gelebt hat. Ja, das kann sein. Wir haben vor 5 Jahren dieses Haus übernommen. Jetzt ist es eine Pension und hier gibt es keine privaten Wohnungen mehr. Wissen Sie irgendetwas über die Personen, die vorher hier gelebt haben? Nein, ich bin neu hier. Okay, vielen lieben Dank. Kapunka. Ja, das war schon mal nix. Dann werden wir uns hier mal umhören, ne? Ja.